Jedes Fach verwendet unterschiedliche Textsorten. Welche Textsorten gibt es in Ihrem Fach? Ja, wenn man von der Politikwissenschaft ausgeht, dann gibt es dort verschiedene Textsorten, die aber nicht so unterschiedlich sind zu anderen wissenschaftlichen Teilgebieten oder Fächern. Das heißt, letztendlich gibt es Artikel, die in Journalen erscheinen, Bücher, Monographien, die publiziert werden, wo Forschungsergebnisse vorgestellt werden. Es gibt Konferenzen, Vorträge wissenschaftlicher Art. Und das sind die Endergebnisse, auf die wir letztendlich in der Wissenschaft hinzielen. Die sollen eben Forschungsergebnisse darstellen und der Öffentlichkeit vermitteln und vor allem natürlich einen Beitrag zu einem wissenschaftlichen Diskurs leisten, sodass man sich daran anschließen kann und weitergehende Fragestellungen formulieren kann. Was man im Studium macht, sind natürlich alles nur kleine vorbereitende Schritte dazu. Man wird nicht gleich einen Fachartikel schreiben, man wird nicht gleich eine Monographie verfassen. Im besten Fall ist die Dissertation dann, mündet die in eine Monographie, die dann auch publiziert wird. Im Studium selbst macht man sozusagen eben vorbereitende Schritte dafür. Und da gibt es auch verschiedenste Formen, wie man verschiedene Kompetenzen einüben kann. Die üblichste Form sind natürlich die Seminararbeiten oder Proseminararbeiten, wo man sozusagen im Kleinen einen wissenschaftlichen Artikel versucht zu simulieren, sozusagen im besten Falle. Daneben gibt es aber auch andere Textsorten, wie zum Beispiel wissenschaftliche Essays. Da geht es darum, eher zu versuchen, eine selbstständige, kritische Perspektive auf ein bestimmtes Problem zu werfen und so eine eigene Argumentationslinie sozusagen aufzubauen. Da gibt es nicht so viele formale Voraussetzungen, die man berücksichtigen muss, sondern es ist eine quasi das Schärfen der eigenen Analysefähigkeit, der eigenen kritischen Formulierungsfähigkeit im Hinblick auf ein bestimmtes Problem, was man durchaus auch subjektiv angehen kann, aber mit dem Ziel, eine logische, schlüssige Argumentationskette aufzubauen. Und dann gibt es natürlich viele andere, kleinere schriftliche Arbeiten, Textsorten, die man produzieren kann, von Textzusammenfassungen angefangen bis hin zu Textanalysen, die einem helfen, die wissenschaftliche Literatur aufzuarbeiten, sie gut zu verstehen, aber auch die richtigen Fragen dann an diese Texte stellen zu lernen. Oder zum Beispiel Vorträge muss man ja auch im Studium machen. Und da gibt es häufig eben auch PowerPoint-Präsentationen oder Handouts zu schreiben. Auch hier werden bestimmte Kompetenzen an die Strukturfähigkeit gestellt und geübt, wie man so etwas aufbaut, an wen man etwas adressiert, was man alles berücksichtigen muss, auf welche Art und Weise man bestimmte Informationen dann weiter vermitteln möchte. Daneben gibt es natürlich eine Vielzahl von anderen Textsorten auch noch, Kommentare, Rezensionen und Ähnliches. Es gibt viele Lehrveranstaltungen, in denen schriftliche Arbeiten zu erstellen sind, in den unterschiedlichsten Formaten. Das können beispielsweise Exzerpte von wissenschaftlichen Texten anderer sein, also das aktive Aneignen von Gedanken und Texten anderer durch das eigene Schreiben, das Identifizieren wichtiger Argumente und das Zusammenfassen dieser Argumente. Dann ein anderes Format ist die Seminararbeit, in denen also unterschiedliche Inhalte aufgearbeitet werden und zusammenfassend dargestellt werden. Dann gibt es zumindest in einer Lehrveranstaltung in unserem Fach auch so eine gewisse Auseinandersetzung mit Formen des journalistischen Schreibens, nicht mit dem Anspruch, dass unsere Studierenden das wirklich erlernen sollen, aber um einfach auch die Unterschiede zwischen wissenschaftlicher Textproduktion und journalistischer Textproduktion zu sehen und auszuprobieren. Und dann geht das bis hin dazu, dass ein Bachelorstudium halt mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen werden muss, die eine erweiterte Seminararbeit ist.
die am Ende des Bachelorstudiums dann zu verfassen ist und die im Prinzip schon nach der Logik der Forschung funktioniert, so wie am Ende eines Masterstudiums die Masterarbeit. Die Bachelorarbeit selbst ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, sondern sie zählt als eine Seminararbeit, aber sie folgt im Prinzip schon der gleichen Logik, dass man eine bestimmte Fragestellung entwickelt und diese Fragestellung dann mit den geeigneten Werkzeugen bearbeitet und am Ende so etwas wie eine eigene Meinung formuliert, die man begründen kann und zu der man stehen kann. Also in unserem Fach verwenden wir primär wirklich wissenschaftliche Texte oder auch Laborjournale. Also wir als naturwissenschaftliches Fach müssen die Studierenden erlernen, wie man kompetent Laborjournale führt beispielsweise und natürlich englischsprachige Literatur gut lesen können, verstehen können und beurteilen können. Ganz wichtig ist es natürlich, oder die erste Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Schreiben erfolgt natürlich im Rahmen der Bachelorarbeit. Hier sollen Studierende wirklich zu einem aktuellen Thema, das ihnen gestellt wird, wissenschaftsbasiert ihre Arbeit schreiben, natürlich auch mit unter Berücksichtigung oder Einbeziehung ihrer eigenen Schlussfolgerung und entsprechendem Ausblick. Naja, das Klischee wäre wahrscheinlich, ein Informatiker oder eine Informatikerin schreibt einfach Programme. Das tun sie hoffentlich auch, aber das ist natürlich nicht alles. Denn zum einen gehört auch zu einem Programm ein gewisser Kontext. Man muss also technische Dokumente erstellen, die Requirements zusammenfassen und Designentscheidungen argumentieren und begründen, auch Bedienungsanleitungen, solche Dinge. Sehr oft ist es dann aber auch so, dass man auch angehalten ist, das, was man da produziert hat an Lösungsmechanismus, an Algorithmus, tatsächlich mal in der Praxis auszuprobieren, zu evaluieren. Und da wird es dann natürlich auch wieder interessant, weil so Evaluationen einerseits technisch sein können, dann sind es eben technische Dokumente, aber auch oft an Kunden und Kundinnen ausprobiert werden, indem man einfach User Trials macht und da tatsächlich dann auch darüber reflektiert und die qualitativen Antworten von Menschen auf das, was man da macht, in Betracht zieht. Und was man da dann schreibt, sind tatsächlich eher so etwas wie, ja, Seminararbeiten wahrscheinlich, würde man in der Geisteswissenschaft sagen. Also tatsächlich so Feedback-Dokumente, die aus meiner Sicht aber schon ein Stück Literatur auch wiederum sind. Denn auch wenn technische Literatur oft sehr dröge ist und sehr langweilig und einfach von vielen Abkürzungen und komischen Ausdrücken strotzt, es ist immer noch Literatur und man kann es immer noch auch als Literatur formulieren. Insofern ist es nicht so, dass ein Techniker einfach sich gar nicht mit Sprache beschäftigen sollte, sondern das hilft auch im Gespräch mit den Anwendern und Anwenderinnen einfach zu zufriedenstellenden und immer noch besseren Lösungen zu kommen. Jetzt in der Erdwissenschaft und in der Geologie gibt es eben das Besondere, würde ich eher sagen, ist das sogenannte Geländebericht. Also wir gehen viel raus und haben davor versuchen, eine Situation von verschiedenen Gesteinsprozessen oder bei uns heißt das Aufschluss, diesen Aufschluss zu beschreiben. Das ist so ein sogenannter Geländebericht. Dann gibt es auch die Probenahme und daher dann auch den Laborbericht, weil man nimmt die Probe und geht dann ins Labor und analysiert die Probe. Das heißt Geländebericht, Laborbericht, Kartierungsberichte, Seminararbeiten und Abschlussarbeiten, Bachelorarbeit, Masterarbeit. Also die Bachelorarbeit als Vorbereitung für die Masterarbeit, so würde ich das sehen. Wie lernen Studierende Textsorten? Eigentlich
Gibt es in den Lehrveranstaltungen oder wenn eben eine Exkursion stattfindet, wird meistens mit den Betreuern in der Gruppe das erarbeitet, auf was man oder hingewiesen, was man beachten könnte oder wie das aussieht. Oder man gibt auch von vorigen Semestern Geländeberichte zum Beispiel aus und sagt, okay, so könnte das aussehen. Oder Kartierungsberichte. Oder für die Bachelorarbeit selbst gibt es auch eine Lehrveranstaltung eigentlich. Aber wenn ich jetzt jemanden persönlich betreue, gebe ich also zwei Beispiele, ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel immer aus. Aber wie gesagt, man kommt nicht darum herum, dass man viel liest und sich einfach vieles anschaut. Und man kann bei den verschiedenen Decksorten sich bei den Betreuern und Lehrenden informieren und Informationen holen. Meiner Meinung nach ist Lesen das Wichtigste in dem Prozess, weil am Anfang sind vielleicht Unklarheiten da, aber wenn ich mir Sachen durchlese und anschaue, ist es ja nicht so, dass ich so machen muss, aber ich habe eine Möglichkeit, ich habe ein vorgeschlagenes Konzept und kann einerseits das dann selber gestalten oder ich kann es auch genauso gestalten, wie ich das gelesen habe. Das bleibt dann jedem seiner Kreation überlassen, ob man das genauso macht. Aber Lesen ist gerade beim Lernen, denke ich, oder bei mir war das zumindest so der wichtigste Prozess. Ja. Lesen, lesen, lesen. In jedem Fach gibt es unterschiedliche Textsorten. Wie haben Sie denn die Strukturmerkmale dieser Textsorten erlernt? Ich hatte das große Glück, bereits am Anfang meines Studiums eine Übung gehabt zu haben, genau zu dem Thema. Also die hieß Textproduktion und Rhetorik. Und die Lehrperson hat, also in meinem Fall, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir genau 5 Textsorten aktiv erarbeiten. Wir hatten immer Hausaufgaben dazu und wir mussten sie selbst schreiben. Und diese Textsorten sind auch immer wieder vorgekommen in meinem Studium. Also ich hatte das Glück, in dieser Richtung damit in Berührung gekommen zu sein. Aber auch da würde ich sagen, das war für mich ein Prozess. Also ich war nie eine Person, die so wirklich festgehalten hat an Leitfäden, wie man eine bestimmte Textsorte schreibt. Ich finde aber, es ist wichtig zu wissen, dass beispielsweise ein Essay etwas anderes ist als eine Inhaltsangabe. Also bei mir im Studium sind vor allem längere Seminararbeiten wichtig, Essays, Exzerpte und Exposés. Und am Anfang sagen dir die Lehrenden dann nicht mehr so genau, welche Strukturmerkmale wichtig sind für die einzelnen Textsorten. Und man kennt sie zwar schon aus der Schule, aber es ist trotzdem wichtig, sie dann immer noch vorher genau anzusehen, welche Strukturmerkmale brauche ich jetzt wirklich. Wenn ich mir einen Text anschaue, sollte ich eigentlich sofort erkennen können, was ist das jetzt, was ich da vor mir habe. Und deshalb ist es immer ganz wichtig zu wissen, welche Merkmale hat jetzt ein Exposé oder ein Exzerpt und das dann auch umzusetzen. Ich habe die Strukturmerkmale der wissenschaftlichen Texte in Physik hauptsächlich dadurch gelernt, dass ich mich bei den Lehrenden informiert habe, was von einem erwartet wird. Aber ich habe wahnsinnig viel auch dadurch gelernt, dass ich mich mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht habe. Ich denke, das war wohl der wichtigste Aspekt, um das wissenschaftliche Schreiben zu lernen. Zu lernen, wie man irgendwie bestimmte wissenschaftliche Textsorten schreibt, ist am einfachsten, wenn man es halt übt, wie immer. Egal ob Sport oder eben Wissenschaft, Übung macht den Meister. Und sich halt irgendwie Beispiele anschaut. Also mein Studium ist ein Lesestudium. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, irgendwelche Texte zu lesen und die unterschiedlichsten Textsorten zu lesen und dann zu reproduzieren. Da steckt irgendwie kein Geheimnis dahinter. Man muss es halt üben.